So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vikings 2020. Wir machen heute weiter mit dem Qualifikationstraining hier aus Bahrain und ja, auf geht's. Holen wir uns die Pole. Nee, versuchen wir es zumindest. 18 Minuten jetzt nochmal anstehen und da will ich auf jeden Fall hin, um uns das, diese erste Pole der Saison holen. Gucken wir mal, nie. So, da sind wir in der Garage. Geht jetzt sofort auf die Strecke. Dann gehen wir raus. All set. Everyone clear. Car to track. Jupp. Wie gesagt, 18 Minuten Qualifying. Ich fahre ja bewusst immer kurz Qualifying. So, das erste Auto auf der Strecke ist ein Alpha Tauri. Und noch was anderes. Es sind zwei, Minimum drei Autos auf der Strecke. Ah, die Alfa Romeo, genau. Ja, können wir unsere erste Pole der Saison holen, oder wird es wieder ein anderer Fahrer wie Max Verstappen, wie unser Teamkollege uns wieder nach hinten verdrängen in die zweite Reihe? Wie gesagt, gewinnen möchte ich dieses Rennen. No? Das ist unser großes Ziel. Das Ding wollen wir heute, ja, beziehungsweise dieses Wochenende nach Hause holen. Und deswegen. Hoffe ich, dass wir gewinnen. So, bloß nicht auf diese Curbs kommen, weil, ne, wie wisst ihr, ihr habt es aus dem Training mitbekommen, da gab es ja jedem Training mittlerweile einen Abflug und das hoffe ich mal, dass wir das nicht im Rennen am Sonntag nach Hause nehmen, also morgen quasi. Na dann, auf geht's. Ja, das hat schon ein Auto auf der Strecke. Das ist toll, der immer missbraucht haben und quasi im Fotomodus, der natürlich jetzt ein bisschen im Wege stehen wird. Ja, aber das wird. Ich meine, er hatte Platz jetzt gemacht, aber kostet auch. Es wird Zeit gekostet haben, definitiv. Die Frage ist, wie viel. Sektor 1 sagt jetzt natürlich klar violett, aber ich weiß nicht, wie die anderen Zeiten. Die Zwischenzeit, das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir jetzt den ersten. Also ich sag immer noch Lewis Hamilton und Max Verstappen, das werden immer noch unsere beiden Hauptkonkurrenten sein heute um Platz 1. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Kimi würde ich ja nicht so schwer einschätzen. Den werden wir wahrscheinlich, den Alfa Romeo werden wir so wahrscheinlich ohne Probleme bügeln. Na, aber mal gucken. Ich habe noch die ganze Zeit auch nicht auf die Zeit geachtet, was er hat. So, 28 Einser. So, jetzt kommt Vettel raus. Ja, natürlich wurde das gerade verdammt eng, weil aber ich war von einer schnellen Runde, er muss also zurückziehen. So, Leclerc jetzt auf 2. Ne? Fahrer hinter mir. You're leading the pack, P1.
So, ich lasse jetzt natürlich erstmal ein bisschen ziehen. Aber ich breche jetzt. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist voll, habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Hat aber funktioniert diesmal. Ja, und genau das ist passiert. 27,5 Lewis Hamilton. Und das hat uns gegeben genau diese Zeit gekostet. Aber es auf Pol schaffen, weiß ich nicht. Das wird jetzt ein bisschen, müssen wir nochmal strecken. Also Perez auf 3, Leclerc auf 4, Raikön auf 5. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Ja, ich versuche natürlich jetzt ein bisschen. Wir haben jetzt noch ein Renault, das ist. Ocon. Ja, Hamilton ist auf einmal, hat zurückgeschlagen. 0,6 Sekunden Vorsprung. Aber nochmal, wir haben keine saubere Runde hinbekommen. Da stand uns der Lenz voll im Weg und das hat. Vielleicht hat genau diese halbe Sekunde oder eine halbe Sekunde gekostet. Gucken, was am Ende rauskommt. Können wir nochmal zurückschlagen im Kampf um die Pole und ein erfolgreiches und perfektes Rennwochenende hinbekommen? Dazu brauchen wir heute die Pole und dazu brauchen wir morgen den Rennsieg und die schnellste Runde. So, schön, das Auto jetzt in die Box und es geht sofort weiter. Wir sehen uns in 5 Minütchen wieder. Bin sofort zurück. Best lap so far is a 1:28.1. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Okay, remember that the way the car handles is all about weight transfer. When you brake, the center of mass moves forward. When you accelerate, it moves rearward. And when you turn, it is pushed to the outside of the car. More load on each tire equals more grip. So make sure you're smooth with the controls to prevent the weight transfer from becoming too violent. Eighth in the speed trap, 335.0 kilometers per hour. There's a few cars out on track. Perhaps we should get out there before it gets busy.
So, geht jetzt sofort weiter. Ich habe mein Mikrofon gerade ausgemacht. Bin im Pfeffer wieder da und es geht jetzt sofort weiter. 7 Minuten haben wir noch. Und wir fahren nochmal auf die Strecke. Checks complete. We're ready. Zweiter momentan, fast hatten sogar Dritter jetzt. Vor Perez und Albon. Vor uns fährt ein Auto raus, das ist wieder ein Alfa Romeo. Die Frage ist, welcher von den beiden? Ja, das ist eine neue Reife, okay. Ich dachte mir, oh ne, jetzt hast du tatsächlich nochmal gebraucht und hat es genommen. Den aus dem ersten Teil, aber wir sind wohl nochmal ran. Fahrer vor mir. Repeat that, there's interference. Fahrer vor mir. Lewis ahead, their best lap time is a 1 minute 27.5. Fahrer hinter mir. Verstappen behind, their best lap time is a 1:28.2. Na, wir müssen es auf definitiv nochmal strecken. Also Lewis 27.5, das ist ein ordentliches Stück Arbeit und Max ist 7 mit 28 zu knapp dran. Also wir müssen immer nochmal eine Ansage machen. Können wir uns Lewis Hamilton heute schnappen? 6 Minuten bleiben noch. Ja, wir haben das Problem gehabt, dass wir halt wie gesagt keine freie Runde haben. Das könnte es tatsächlich auch ausgemacht haben. Mal gucken. Jetzt Power. Angel auf die Pole jetzt. Zweiter Versuch. Das macht jetzt wieder aus, wenn wir jetzt auch immer noch eine freie Bahn haben. We've only got 2 laps of fuel left. Oder war diese Fabelzeit von Lewis Hamilton für uns nicht zu knacken? Oder ist sie nicht zu knacken? So. Weil wir gerade im ersten Sektor verloren haben und das, obwohl ich eigentlich gerade, oh, da kommst du schon irgendwie durch. Wir müssen auf jeden Fall nochmal noch. Ja, natürlich. Ohne er ist, kannst du auch vergessen. Ich habe vergessen, das DRS anzumachen. Dann ist die Runde auch schon durch. So schlecht durch die Kurve durchgekommen. Ja, es wird nochmal eine bessere Runde, aber nicht zu nicht zu knacken für uns. Die Zeit, wo wir Tampa loser möchten. Ne? 0,6 Sekunden meiner Runde. 1,827 Punkte. Ja, und damit ist die Runde durch. Mann! Fehler drin und gehabt und damit war es das schon. Können wir nochmal eine Runde setzen? Oder war es das für uns? Ist die Kampf und die Pole jetzt schon wieder verloren? Hamiltons zweite Pole in dieser Saison. Ja, da muss ich die Runde abbrechen, weil ich so mit dem noch. Wir müssen es nochmal probieren. Und er wird nochmal eine Runde nachsetzen müssen. 28,1, das war nicht viel. Weil wir Pech haben, stehen wir nämlich gleich schon wieder in der zweiten Reihe. Und wieder der Abflug und das war's diesmal. Feierabend. Are you alright?
Sit tight, the marshals are on their way. Wieder auf den Curb. Wieso muss ich die Rückwände setzen? Ja, es ist gerade sehr komisch irgendwie, weil mir gefällt es gerade nicht. Es war super in den ersten Trainings, aber wir haben in allen vier Trainings bisher einen Abflug drin gehabt und das macht mir schon wieder Sorgen. Zwei Minuten 30, können wir nochmal eine Runde setzen? Ja, komm schon, ich bin punktgenau mit 80 rein. Dauert es wieder, bis sie uns da in die Box geschoben haben, bis sie da... Ihr habt ja auch Zeit. So. Ne, das war's. Wir müssen abbrechen. Mit dem Satz dürfen wir dann am Ende das Rennen angehen. Na geil. Also, Pol ist weg, definitiv. Die Frage ist, wie weit geht's nach vorne? Oder wie weit geht's sogar noch nach hinten? Our best lap so far is a 1 minute 28.1. Die Pole ist definitiv weg. Was passiert noch? Eine Minute haben wir noch. Lewis Hamilton ist auf jeden Fall Pole-Sitter. Das ist ganz klar. Der braucht eigentlich... Es geht ja eigentlich nur noch allein gegen Max Verstappen. Was kann er nochmal liefern? Kann er uns nochmal verdrängen? Die Runde läuft gerade. Reicht es für ihn und vielleicht sogar Platz 2? Oder können wir es tatsächlich irgendwie nochmal nach vorne rocken? Ja, es wollte nicht. Dieser Samstag wollte nicht. Der Freitag war super. Der Samstag wollte nicht. Ja, 20:3 sind wir sogar schneller als wir. Aber die Frage ist, was passiert noch? Es wird am Ende rauskommen. In wenigen Sekunden wissen wir es. Mann! Ärgert mich das gerade. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Verstappen und Richards. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Wieder nur Platz 3. Das ist das zweite Mal jetzt hintereinander, die Pole ist weg. Ich war eigentlich guter Dinge nach dem Training, weil wir eigentlich relativ gut dabei waren vorne, dass es funktioniert hat. Der Samstag hat definitiv nicht funktioniert, warum auch immer nicht. Aber damit müssen wir jetzt leben und müssen wir es versuchen, ob wir es im Rennen vielleicht besser machen können. Mit einem guten Start ist es vielleicht möglich. Mit dem Rennen, das werden wir uns dann morgen ansehen, um 14 Uhr, wie immer. Ihr kennt das ja. Und dann hoffe ich, dass ich uns heute, dass wir heute hier, dass wir vielleicht sogar doch noch einen Sieg irgendwie mitnehmen. Oder zumindest den zweiten Platz wieder mal mitnehmen. Es geht jetzt rein um einen Start. Einen guten Start und dann hoffe ich, dass wir vielleicht schaffen, uns die beiden vorne mitzuholen. So, dann würde ich sagen, wir feiern. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Nee, nicht wirklich. Na gut, wir sehen uns dann wieder morgen um 14 Uhr. Ne, ihr kennt das. Bis dahin und tschüss.